Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist Asreiter und wir sind in einer neuen Vorschau und die ist die Nummer 3 und das ist Capital Sparks of Revolution. Ja, wir hatten letztes Mal ein Landhaus gebaut und da werden wir jetzt zusehen, dass wir dann natürlich weiterkommen und mal gucken, welche Bedürfnisse da die Bürger haben und auch die Adligen und wir schauen nach dem Intro, dass wir denen die befriedigen können. Ne? Bis gleich. So, dann gucken wir mal hier. Oh, Feuer? Wieso ist jetzt hier Feuer? Was passiert hier gerade? Gesundheitsversorger, Krankenhaus. Jetzt ist der da auch noch durchgelaufen, ne? Da muss man ja auch jetzt nicht machen, dass man da durchläuft, ne? Wie kann ich das ändern? Eisenbahn, Gesetze, Straße, Gebauwesen. Verwaltung, gibt es eine Steuerbehörde, Produktion. Die laufen da alle ins Feuer. Die sind voll doof. Ich weiß nicht, was das soll. Sind die denn alle schon gestorben dann? Warte mal, da, der ist noch anklickbar. Ich weiß nicht, was die machen. Oder schlafen die da drumrum? Weil es am Feuer warm ist. Könnte vielleicht sein. Nicht genug Speicherplatz für Getreide. Das ist schon mal schlecht. Ich weiß jetzt nicht, weil sie sind... John Robert zu Hause. Nein, Arbeit. Nein, aktueller Beruf. Schläft. Ah, schläft. Alles klar. Huh, ich dachte, die laufen ins Feuer und sind tot. Nee, das ist dann doch nicht. Glück gehabt. So, aber das bedeutet, wir sehen hier definitiv dran, wie viele Häuser uns noch fehlen. Ne? Wohngebäude. Holzhäuser. Und drehen mit R, naja. Dann würde ich sagen, machen wir mal hier weiter. Und da auch weiter. Zwei Häuser auf jeden Fall. Jetzt müssen wir nur gucken, wie das mit dem Essen ist. Das ist die Lebensmittelfabrik. Da haben wir eine vielleicht. Brauchen wir da mehr? Ich weiß es nicht. Wir gehen denn in ein so ein Haus hier rein, weil wir sehen ja gerade, das ist ziemlich viel, 10 Leute. Das sind nochmal 20. Jetzt müsste man, kann man leider nicht machen. Und da, guck mal, da haben sie ein neues Feuer gemacht und die frieren jetzt bald da, ne? Auf jeden Fall sind das zu wenig Häuser. Da brauchen wir gar nicht drüber reden, ne? Nee, warte mal, das machen wir zurück. Wir brauchen erstmal eine Straße. Und die Straße... Nee, so muss sie sein. Mach sie mal weiter nach da. Oh, jetzt hat die Straße hier schon eine Klinke reingebaut. Glaube ich. Aber da wollte ich eigentlich nicht eine Klinke haben. Oh, Adlige, einer. Bürger sind zwei und davon tot auch. Todkrank, einer. Wir müssen unbedingt jetzt gucken, dass wir dieses Krankenhaus kriegen, ne? Gastronomie, ne. Marktplatz, ne. Produktion, Alkohol, Verwaltung. Gesundheitsfürsorgeverordnung unterzeichnen. Habe ich das nicht schon gemacht? Gesundheitsfürsorge. Schalte das Krankenhaus frei. In Krankenhäuser werden Krankheiten und Verletzungen von Bewohnern geheilt. Aufzuhebende Verordnung auswählen. Ich kann nicht, wa? In einer Stunde 46 Minuten ist es genächste. Ich habe, glaube ich, den Markthandel freigemacht, ne? Kann das sein? Das war jetzt nicht so prickelnd dafür, aber was haben die alle auf dem Kopf hier? Zu Hause hat er ein Holzhaus. Arbeit. Er hat keine Arbeit wahrscheinlich. Das heißt, wir haben eine explosionsartige Geschichte jetzt gerade hier gehabt. Die haben Hunger und die brauchen Arbeit. Das bedeutet, wir müssen täglich treffen neue Bewohner in der Stadt ein. Sie müssen für eine entsprechende Entwicklung der Wirtschaft sorgen, um allen Bedürfnissen der wachsenden Bevölkerung erledigen zu können. Ja, weiß ich wohl. Straße. Kann ich eine Straße hier bauen? Machen wir mal so. Und eine Arbeit wollen sie haben.
Produktion war das. Lebensmittelfabrik. Da fehlt mir aber das Holz für. Aber Holz ging noch nicht. Wollte ich doch hier schon abreißen, oder? Ah, jetzt klappt es, weil wir die Häuser wahrscheinlich haben. Okay. Da ist schon wieder ein Zug gekommen, ne? Nicht genug Breakbullets für Getreide. Wo ist denn hier Getreide? Da. Okay, wir müssen definitiv dann als nächstes die Lebensmittelfabrik hier haben. Und das geht wahrscheinlich, oder? Was fehlt uns denn da, wenn wir die jetzt bauen wollen? Da fehlt die Straße. Okay, wenn ich sie hier hinsetze. Warte mal nochmal. Lebensmittelfabrik würde gehen, aber jetzt nicht an der Stelle, oder was? Da geht sie. Dann bauen wir Lebensmittel. Verbreitet das zu Lebensmitteln, das ist schon mal klar. Das ist geschlossen wohl. Das ist auch geschlossen, das ist auch zu. Hier fehlt Wohnraum definitiv. Gebäude, weil die schlafen ja alle noch auf der Straße. Ich würde das gerne so setzen, dass das hier passt. Keine Straße wäre aber erstmal egal. Und was passiert jetzt hier? Irgendwo ist ein Feuer oder was? Ah, die Hütte brennt. Ja, wie kriege ich das gelöscht? Ich brauche Holz, ich bin bereit dafür zu bezahlen. Wie kriege ich denn jetzt eine Feuerwehr? Gar nicht wahrscheinlich, ne? Ich will hoffen, dass das nicht über andere Häuser darüber geht. Dann haben wir ein Problem. So, da sind Leute drin, das passt erstmal. Die stehen hier Schlange beim Essen. Das Haus brennt jetzt ganz. Straße wollte ich bauen. Geht das so? So, jetzt ist die Straße natürlich da ein bisschen doof gelaufen, aber ich kann es auch nicht ändern. Ich weiß nicht, ob ich das abreißen kann. Ich kann da nichts machen. Ist jetzt aber auch nicht von Bedeutung zurzeit, das eine Haus. Kann ich da etwas abreißen? Das ist die Frage. Es läuft außer Rand und Band, ne? Ja, ich weiß nicht, ob das... Ich baue es hin. Ich habe keine andere Chance erstmal. Und ich brauche mehr Wohnraum. Definitiv. Die schlafen auf der Straße. Das muss nicht sein. Straße. Hier lang. Passt erstmal. Passt. Den Haufen können wir abreißen. Fabriken können auch in der Nacht produzieren. Verabschieden Sie die Verordnung zweite Arbeitsschicht, um diese Fähigkeit freizuschalten. Die aktivieren einer zweiten Arbeitsschicht, wenn allerdings Gold und reduziert die Zufriedenheit der Arbeiter. Ja, ist klar. Muss ich das abreißen? Achso, das Abreißen heißt, ich tue es nicht wegschmeißen, sondern ich baue mir da was raus. So, passt erstmal. Dieses Haus ist jetzt kaputt. Gebäude wird repariert. So, da haben wir schon mal ein paar Häuser mehr. Tendenziell neige ich aber dazu, tatsächlich hier noch mehr zu machen. Und die Straße, habe ich gerade eben hier gesehen, kann man hier was abreißen. Dann muss diese Ecke weg. Und da muss es hin. So, dann sieht das erstmal gut aus. Hier ist keine Schicht mehr. Essensschicht ist angesagt, da stehen sie auch Schlange. Was war das?
Alkoholfabrik, die läuft natürlich auch. Will ich hoffen. Wir brauchen ein Lagerhaus oder sowas. Eisenbahnwartung. Okay, und wir haben kein Holz. Das bedeutet, wir müssen erstmal Holzstapel haben. Wo ist noch mehr Holz? Hier ist noch was zu holen, oder? Gut, machen wir beides. Die Zahl da dran ist wahrscheinlich schon der Dingens. Wie heißt es? Da gibt es Getreide. Okay, wir haben keinen Platz mehr. Dann lassen wir das. Hier ist wieder eine Pause dran. Keine Ahnung, warum das wieder so war. Immer wenn ich irgendwo einen rumstehen sehe, weiß ich das. Das Haus ist zum Glück schon gebaut. Also hier muss noch eine Straße weitergemacht werden. So, dann haben die auch einen Anschluss. Und ich hoffe, es brauchen nicht so viele mehr auf der Erde schlafen. Obwohl, wenn ich das sehe, dann schlafen ganz viele auf der Erde. Landhaus kommt hier hin. Ja, und wir haben bestimmt einige Probleme mehr hier. Am Verhungern sind reichlich. Krank und todkrank haben wir auch. Gastronomie, Produktion, Lebensmittelfabrik, weiterer. Geht nicht. Ein Bürger ist an Krankheit gestorben. Was ist hier das Problem, dass ich das nicht machen kann? Ist das der Haufen? Es wäre noch schön zu wissen, ob ich die Karte drehen kann. Jetzt geht's. Es war tatsächlich der Haufen daneben. Okay, da müssen wir gucken, dass wir jetzt Lebensmittel kriegen. Und die müssen natürlich auch gastronomiemäßig. Haben wir schon eine Schenke? Da fehlt uns jetzt wieder Holz. Abreißen. Was ist das? Das ist ein Sägewerk. Vielleicht müssen wir auch mehr sägewerkmäßig was machen. Das war ein Imbiss, ne? Ja. Das war Alkohol. Was war das? Ein Bistro. Die Schenke ist hier. Ah, Schenke haben wir. Steuerbehörde ist auch da. Das ist ja auch das Wichtigste. Reißen wir auch ab. Was ist, macht die Eisenbahn? Immer noch kein Holz dafür. Es wird jetzt auch kein Getreide kommen, weil die Eisenbahn nicht heiler ist. Kann das sein? Okay, wir sehen, haben wir hier noch reichlich Leute, die schlafen. Es sind noch zu viele. Aber es sind schon nicht mehr so viele, glaube ich, wie zuerst. Aber wir müssen erst die Eisenbahn haben. Abbrechen. Das geht. Da ist Lager voll. Was kriegen wir denn da raus? Großer Holzhaufen. Es ist auf Position 4 erst. Stand da eine 4 dran, oder? Ah, hier ist 1, glaube. Ja. Die Zeit läuft aber nicht, weil, ne, das Spiel in der Pause wieder mal ist. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Es ist doof, wenn das in Pause geht. So, jetzt aber die Eisenbahn, oder? Ich weiß nicht, was ich gerade gemacht habe. Eine Zugverbesserung habe ich wahrscheinlich gemacht. Okay, dann ist das halt so. Ich könnte eine zweite Linie machen und eine dritte. Okay. Bahnhof Korruption, Bahnhofseffizienz ist 100%. Das läuft erstmal noch. Ah, hier oben liegen auch noch welche, aber das sind nur zwei. Ja.
Obdachlose ist jetzt nicht so das Problem. Gestorben sind schon zwei, nicht beerdigte Leichen. Wir brauchen einen Friedhof. Hungrige am Verhungern. Krank und todkrank haben wir. Traurige Depressionen. Was macht denn hier unser gesetzmäßig? Verordnung unterzeichnen. Ah, Abby, Sie sind es. Hallöchen, wir haben es uns eine Weile nicht mehr gesehen. Unterwegs im Dienste der Menschen, so wie immer, nicht wahr? Danke dafür. Gentlemen, ich schlage vor, wir müssen wieder einmal ein Bauprojekt besprechen. Ein Holzlager, eine Lebensmittelfabrik, ein Varieté. Eine Drogerie, verdammt, Schluss mit diesen ewigen Besprechungen. Die Leute werden sterben. Wir alle haben das schon mal durchgemacht. Ja, ich hoffe jetzt, dass wir hier Gesundheitsfürsorge, Krankenhaus. Wo ist das Amt? Da neben kommt das Krankenhaus hin. Zack, da geht nicht. Geht da. Das bedeutet, wir machen das dahin. Und dann müssen wir noch ein bisschen die Straße ausbauen. Das ist schon mal gut, oder? Die schönen Landhäuser, das glänzt richtig, ne? Obdachlose haben wir immer noch. Wohnhäuser können wir nicht bauen, weil wir kein Holz mehr haben. Leider haben wir noch immer ein klitzekleines bisschen zu wenig Ressourcen, Wohnraum für alle Bürger zu errichten. Habe ich Ihnen das nicht gesagt? Ich glaube, dass 5 Gebäude ausreichen sollten, um die meisten Bürger annehmbar unterzubringen, Herr Bürgermeister. Ich hoffe, dass Sie die selbstlose Leute in Ihrem Dienst die Ersten sein werden, die eine Wohnung bekommen. Stanton, wollen Sie nicht die Bürde aller Leute gemeinsam mit tragen. Die Unternehmen brauchen den Wohnraum, damit sie ihre Geschäftstätigkeit fortführen können. Sie meinen, damit sie damit fortfahren können, die Arbeiterschaft auszusaugen? Das haben sie wir also dafür verdient, dass wir uns von früh bis spät die Finger wundschuften. Wir müssen auf der Erde schlagen. Gebt uns ein Dach über den Kopf. Ja, da bin ich ja schon dran, aber die Holzgeschichte ist gerade da schwierig. Meine Herrschaften, ich denke, dass jedem hier bewusst ist, dass wir das trotz großer Anstrengungen nicht jedem Bürger helfen können. Ganz egal, wie wir selber mögen. Die Menschen werden Krankheiten dadurch und sterben. Genau. Und wenn sie keine Ordnungen oder Titel haben, auch in Hunger und harter Arbeit. Unfug. Ich kann Ihnen versichern, dass die Aristokratie genauso sterblich ist wie alle anderen auch. Wir sollten ein Gesetz zur Beerdigung der Toten erlassen, einen Friedhof errichten und ein Bestattungsunternehmen öffnen. Und wer bekommt die Armen das Geld, um sich ihre eigene Begräbnis leisten zu können? Für die Beisetzung und Friedhofspflege müssen aus der Staatskasse bezahlt werden. Nicht unbedingt, wenn wir das Gesetz novellieren und kommerzielle Friedhöfe zulassen, bringen diese stetigen Einkünfte. Wir wollen nichts überstürzen. Abreißen. Abreißen. Arbeitsschicht hat begonnen. Können wir das auch noch abreißen? Ja. Was war hiermit abreißen? Das geht wieder nicht, weil irgendwo irgendwelche Lager voll sind. Was ist hier? Keine Arbeiter? 6. 10. 7. Okay. Was haben wir hier? 100. Hier war noch Sägewerk. Haben die denn 10 Leute bei der Arbeit? Auch nur 6. Okay. Gute Frage, warum das jetzt nicht so läuft. Wir haben doch schon Dächer über den Kopf gemacht. Essen ist das Problem. Immer noch Essen ist das Problem. Bedeutet das, dass wir hier Gastronomie mehr haben müssen? Dreh das Haus mal. Oder das Gastronomie. Und ein bisschen Straße mehr machen. Dann läuft das schon. Was hat sie denn hier? Nee, das wollte ich jetzt nicht, ein Feld anbauen. Ein Weg anbauen da. Der war jetzt voll doof da, ne? Das Getreide geht jetzt. Was steht da jetzt? Keine Arbeiter. Schenke, ja, ist alles ein bisschen schwierig gerade, ne? Aber hier geht's, oder? Da sind auf jeden Fall 10 drin und Patienten haben wir auch reichlich. Haben wir natürlich fast voll mit 30, ne? Ruhestätte. Jetzt müssen wir noch friedhofstechnisch was machen. Aber das können wir noch nicht, Bestattungsritus. Hier fehlt uns 12 Stunden lang was. Okay. Dann müssen wir mal gucken, wie wir da weiterkommen, ne?
Aber ich würde sagen, wir machen jetzt hier einen Cut, schon wieder eine ganze Weile, die wir gespielt haben. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Uhr abmacht habt und falls ihr euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Vorschau, lesen gerade noch, was Miss Simpson sagt. Gestatten Sie mir, mich vorzustellen, ich heiße Miss Frederica Simpsons. Herr Bürgermeister, ich möchte mit Ihnen über eine Neuerung sprechen, die darauf abzielt, die Bildungswesen in der Stadt. Eine Schule möchte die Dame haben. Okay, das machen wir aber definitiv dann in der nächsten Folge. Ich ziehe mal gerade noch durch, ne? Okay, das war so, Jonathan. Da erreichte mich die Nachricht, dass die Stadt wieder aufbauen wird und ich... aha, gut. Herr Bürgermeister, die Welt verändert sich, während wir hier sprechen. Das 20. Jahrhundert wird ein Jahrhundert des großen technischen Fortschritts sein und dies ist ausgemessen Bildung unmöglich. Ich fühle, Sie haben recht. Die technische Überlegenheit hat ein, das spielt im Schicksal unseres Landes eine Schlüsselrolle. Gut. Ganz im Herzen unterstütze ich den Wiederaufbau des Bildungswesens, aber verzeihen Sie mir, eine Frau kann das Vorsitzende der Wissenschaft nicht innehaben. Na super. Sind Sie eifersüchtig? Ich muss Sie daran erinnern, dass der vorherige Direktor der Akademie, der aus seiner ziemlich vornehmen Familienstamme sofort bei Kriegsbeginn flüchtete und Profiteure wie Sie führten den Anstieg der Waffenpreise hierbei. Etwas, das Sie nicht so gern erwähnen. Ha, diese reichen Leute fallen gerne in dem Moment übereinander her, wenn sie jemand schief anschaut. Also, was ist mit der Ausbildung? Mr. Stanton, Sie leben doch immer in der Vergangenheit. In der Zukunft werden die Menschen nach ihrem Können beurteilt, nicht mehr im Erbe. Sie tun mir leid. Machen Sie, was Sie wollen, aber bitte sparen Sie mir Ihre Bekehrungsversuche. Abgesehen von Astrid ist niemand gebildet genug, im Moment der Akademie zu bearbeiten. Andere können nur vorgehen, schlau zu sein. Okay, haben wir das. Im Namen der Wissenschaft ist dann eine Aufgabe für die nächste Vorschau. Wir machen bestimmt noch eine. Bis dann. Ciao.